Tag, Leute, dann sind wir zum nächsten Spieltag gegen den FSV Frankfurt. Und hoffen wir, dass wir heute gut in den 3D-Modus starten und den nächsten Sieg in Folge holen können, schaffen, hoffen. Es wird schwer, das ist schon mal klar. Aber ich würde mal sagen, es ist machbar, weil wir, ich glaube, wir können jeden schlagen. Durch unseren Supersturm, würde ich mal sagen, können wir ihn schlagen. Durch Armin und Wernd Gell. Mal sehen, wie es heute wird. Bin schon ein bisschen angespannt, weil der Absteiger aus der zweiten Liga und wir als Aufsteiger aus der vierten Liga, ist das schon schwer. Wir haben aber die erste Möglichkeit, ein gefährlicher vorgetragener Angriff des BV Kloppenburg, dann aber Tim Werke mit einem unkonzentrierten Abstoß, der nur zu einem Abstoß führt. Und wir sehen, der FSV Frankfurt spielt hier mit Abseitsfalle und die haben jetzt auch die erste Möglichkeit, die erste Möglichkeit für den Verein. Die zweite im Spiel, beinahe ein gelungener Konter des FSV Frankfurt. Der letzte Pass von André Chambry ist allerdings ein Tick zu weit nach vorne gespielt. Da haben wir Kannibal gerade noch vor dem heranstürmenden Leoni das aufnehmen. Okay. Ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften hat hier bereits die Chance, in Führung zu gehen. So, wir haben die zweite Möglichkeit, eine Ecke. Und Ecken, die können wir eigentlich. Mal sehen, was daraus wird. Die Ecke kommt schön auf den Elfmeterpunkt, aber Patrick Klan stürmt heraus und schiebt alles zur Seite, was da sonst noch so an den Ball will. Dann pflückt er sich das Leder aus der Luft und begräbt es unter sich. So, jetzt der FSV Frankfurt mit der nächsten Möglichkeit. Chambry bedient Dennis Epstein an der Strafraumgrenze. Doch dieser steht in Abseits. Glück gehabt oder einfach mal gut verteidigt von unserer Mannschaft, ne? Meier mit einem ersten Fernschuss, aber seine Aktion aus 28 Meter ist zu unplatziert, um Torhüter Patrick Land ernsthaft zu prüfen. Da hätte er sicher noch ein paar Meter Platz gehabt. Tobias Hennecke hätte die Szene mit einem guten Pass eingeleitet. So, jetzt haben wir aber eine bessere Möglichkeit, eine hundertprozentige. Der Ball muss doch jetzt rein. Eine richtige brenzlige Situation am armen Feld, dabei kurz vor dem Strafraum, vor die Füße und dieser fackelt nicht lange, doch der bisher unfällige Stürmer hat seine Rechnung ohne Alexander Huber gemacht, der sich mit vollem Einsatz in den Schuss wirft und diesen abblocken kann. Okay, und kein Eckball. Die Abwehr vom BVK köpft eine Flanke von links kurz in die Mitte, wo Kuruska den Ball kommt und schießt. Adu kann den Schwachschuss aufnehmen und beträgt jetzt Vorschieben. Nee, klar, eine Mini-Chance, schön. Der Ex-Dresen, ne? Und das ist so unverdient. Jetzt geht drauf. Also, wie unverdient ist denn das eigentlich? Eine Mannschaft kann sie gar nichts vorwerfen, weil die so ein super Spiel gemacht haben. Und jetzt kriegen wir so ein blödes Gegentor. Mal sehen, was wir jetzt aus der Chance machen. Hier sieht wieder nicht schlecht aus. Wieder eine hundertprozentige. Auch bitte sei jetzt drin. Meier legt schön auf Amin, aber der verzieht. Ah, wer hat gestartet? Genau richtig Moment und rutscht auf den nassen Rasen zusammen mit dem Ball über die Torlinie. Da ist der Ausgleich. Geil. Schön, da haben wir mal ein bisschen die Tormusik gehört. Hoffe ich mal. Ich habe gerade ein bisschen lauter gedreht, damit wir es hören, die ist immer noch nicht so laut. Ich verstehe nicht, warum man jetzt FSV nach dem Ausgleich die erste Möglichkeit, eine scharfe Reingabe von Leoni, das ist etwas zu nah vor das Tor gezogen. Daniel Reck ist rechtzeitig unten und packt sicher zu. Also wir haben uns durch das Gegentor nicht verunsichert lassen und sind jetzt wieder da. Ein Schuss von Armin direkt aus der Drehung geht knapp am Tor vorbei. Also die nächste gute Möglichkeit. Und jetzt können wir mal sagen, super Jungs, aufwärmen. Also wenn wir jetzt das 2-1 schießen, da sind wir richtig gut. Wir machen ein starkes Spiel. Also das hätte ich nicht gedacht, dass wir so hier rein starten können mit unserem BV Kloppenburg. Das wäre eine Sensation, wenn wir gegen den Absteiger aus der zweiten Liga einen Sieg holen.
So, da würde ich mal sagen, motivieren wir Daniel Reck. Kein gutes Spiel, Alter. Aber der FSV Frankfurt hat ja auch nur eine richtige Chance gehabt und der Ball war drinne. Also da kannst du nichts machen. Wir loben auf jeden Fall Wernke. Wir motivieren Westerfeld, damit er ein bisschen Moral besser kriegt. Hat sich auch gelohnt. Und den Neupert, der Selbstvertrauen hoch hat, ist schön. So, dann nehmen wir mal, wo ist er? Gerdes, Westerfeld und Jenike. Halbzeitansprache. Lasst uns genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen, dass ich genauso, weil wir spielen super. Wir können auch nochmal in die Mannschaft. Also, es ist okay in der Offensive und in der Defensive stehen wir eigentlich auch nicht schlecht. Nur dieses eine Gegentor hätte nicht sein müssen. So, Lione darf mit einer schönen Balleroberung im Mittelfeld. Mal sehen, wie der FSV Frankfurt hier jetzt aus der Halbzeit kommt. Also, wir gehen es ruhig an und natürlich, wer sonst, ne? Tim Pascal Wohlfahrt hat sich offensichtlich verletzt und muss das Spielfeld verlassen. Gut, dass wir noch Julian Eggers haben, aber natürlich nicht dieselbe Stärke wie er, aber oh Mann. Natürlich jetzt einen starken Kapitän drinne, der die Führungsqualität hat. Vielleicht bringt das ja noch, auch noch was. Und er kennt sich natürlich auch mit Daniel Reck aus. Also vielleicht ist es ja nicht so schlecht. Und hoffentlich ist es nicht Schlimmes. Können wir denn da irgendwas sehen? Wie ist die? Dann müssen wir einfach hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Es kann aber nicht sein, dass natürlich unbedingt der Rechtsverteidiger. Innenverteidiger hätten wir ja noch ein Hummels. Oder Hummel. Nee, es muss ja unbedingt der Rechtsverteidiger sein. Also. Och. Und der Tim Pascal Wolf hat immer mit seinen guten Flanken. Jetzt die gelbe Karte. Storbeck. Taktische Foul, okay. Ja, es ist mir unterbindet damit ein Konter oder irgendeine Möglichkeit für unser Kloppenburger. Aber in der zweiten Halbzeit noch gar keine Chance. Der Rückpass in Kloppenburg. Bitte nicht bei uns. Omari mit einem gefährlichen Rückpass auf Torwart Patrick Klant. Der Ball ist jedoch so unpräzise, dass dieser keine Chance hat, ihn zu erlaufen. Eckball, also nur Ecke. Ach, ich habe mir gehofft, irgendwie so, dass der Klant den Ball annehmen will und der dann über seinen Fuß kullert und dann ins Tor. Und wir haben eine Möglichkeit, eine gute, der Eckball. Und das ist erst die zweite im Spiel durch Milat. Was wird draus? Armin und Alexander Bittrov steigen zum Kopfball hoch, aber Alexander Bittrov kann sich durchsetzen. Patrick Klant muss nicht eingreifen. Ich würde mal sagen, wir können jetzt mal sagen, geht drauf, Jungs. Safarielen kommt jetzt für Leonidas. Safarielen müssen wir aufpassen. Also ich glaube, Flanken ist ja nicht so stark, aber Passspiel kann er eigentlich. Können ja mal gucken. Genau, kurzer Pass. Torhüter hat er auch. Flanken kann er auch, aber Freistöße konnte er bei Hansa Rostock richtig stark. Dann hat er schon einige Freistoßtore geschossen. Ich glaube, alle 5 Tore hat er nur durch Freistoß. Und wir sehen, rechtes Mittelfeld ist nicht seine beste Position. Also vielleicht bringt das ja was. Wir lassen die mal, ja, ungedeckt und gucken, was draus wird. So, die 70. Minute und jetzt haben wir mal eine Möglichkeit wieder. Die erste in der zweiten Halbzeit nach einer Flanke rechts durch Innicke taucht. Wernke einmal frei vor Klant auf, doch der Kloppenburger scheitert per Kopf aus 5 Meter am gut reagierenden Schlussmann des FSV Frankfurt. Klants Parade, Patrick Klant. Das ist ja seine Stärke, die Linie zu bewachen. Also das kann er extrem gut. Also, aber Strafraumbeherrschung, ja, das ist nicht seins, aber wenn es wirklich 1 gegen 1 oder auf der Linie ist er ein Tier. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Möglichkeit. Ich gehe mal in die Aufstellung. Wir wechseln nochmal aus und bringen den Nuri jetzt für. Okay, doch nicht. Nee, da wollte ich den Westerfeld wieder reinstellen. Für Max Meyer. So, Max Meyer habe ich jetzt so.
Nuri hat es ja auch schon 100% eingetrainiert, offensiver Mittelfeldspieler. Und vielleicht bringt er mehr Aktionen als Max Meyer, weil es war wieder kein überragendes Spiel, weil von so einem Spieler muss mehr kommen, der Bundesliga erfahren ist, ne? So, gehen wir mal weiter. In der 76. Minute Meyer raus, Nuri rein. So, da ist schon wieder was passiert. Vielleicht geht ja noch in der Schlussphase noch etwas vor den beiden Toren. Die Teams legen noch einen Zahn zu. Johan Omari muss gerade wegen einer Attacke von Jenike an der Schulter behandelt werden. Wir haben die Möglichkeit. Die sieht nicht schlecht aus. Ein weiterer Abschlag von Daniel will Kuska elegant per Volleyschuss wieder zurückbefördern. Provoziert aber ein wenig elegant Querschläger. Armini hat im Bratenrock, schnappt sich das Leo und schiebt allein auf und schiebt den Ball ins Tor. Wieder Armin. Ja. Geil, Mann. Ja, Mann. Jetzt konzentriert bleiben. Jenike dreht sich rechts drauf rein um Hannover Balic herum und stellt das auf den langen Eck. Gut einen Meter am Winkel vorbei. Wow, ey. Wir liegen in Führung. Was für ein Spiel. Durch eine Vorlage von Daniel Reck und hat trotzdem nur eine 4. Oh, ey, ist das krass. Und das ist doch wieder so spannend. Und jetzt Safahilen verletzt sich. Und ich glaube, hat der FSV... Nein, die können noch einmal auswechseln, ja. Safahilen. Das Knie. Aber sie haben vorher gewechselt. Slatko Dedic kommt jetzt für André Schembri. Schembri rein. Also auf jeden Fall werden wir Dedic stecken. Das ist klar, wenn er die meisten Tore, 6 Spiele, 4 Tore. Da haben sie wohl gedacht, da können sie mit der B11 kommen. Und Safahilen spielt noch. Also was passiert, wenn er jetzt nicht mehr kann? Das müssen wir gleich sehen. Jetzt können wir nochmal in die Taktik rein. Und das haben sie jetzt gemacht. Der bleibt einfach auf dem Feld. Okay. So, Steilpass von Nuri auf Enike, der Ball gerade noch erläuft und praktisch unmöglich weg abzieht. Klant rechnet nicht mit dem Schuss. Aber zum Glück für ihn geht der Ball einige Meter am Tor vorbei. Boah, ey, Jungs. Weiter so. Jetzt kommt der Philipp für Wernke. Nochmal ein bisschen Zeit nehmen. Ne? Das ist wichtig. Kommt die... Oh, genau, die Auswechslung in der 90. Minute. Clever von uns, die Zeit hier runterzunehmen. Und das müsste eigentlich der Sieg sein. Hoffentlich. Bitte, bitte. Ja, wir haben den nächsten Sieg, den zweiten Sieg in Folge. Und das gegen den FSV Frankfurt. Stark, Jungs. Stark, einfach super. Mann, ist das geil. Das freut mich so. Yes, Mann. Ja. Ja, meine... Ah. Und fängt wieder die Siegesserie an. Das wäre es ja. Die letzte Saison, aber ne. Wir wollen nicht träumen. Es ist ein schöner Sieg, aber wir müssen realistisch bleiben. Es sind sehr wichtige Punkte. 3 Punkte, ne. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.